Jetzt kann ich. Mein Name ist Philipp Wendt, bin 23 Jahre alt, spiele schon seit 2017 bei Chemie und fühle mich wohl auf der linken Verteidigerposition. Im Nachwuchs habe ich bei SV Lausig ganz am Anfang gespielt, das ist mein Heimatdorf. Da ist auch mein Elternhaus. Von dort an bin ich zu LSV Mörtitz, die sind 5 Kilometer weit entfernt von Lausig. Von dort bin ich zu FC Eilenburg, habe da 2 Jahre gespielt in der D-Jugend, bis ich dann zur Energie Cottbus gegangen bin, in die Sportschule. Da war ich dann 7 Jahre, habe dann meine erste Männerfußballerfahrung bei Neustrelitz gefunden und gesucht und bin dann von Neustrelitz zur Chemie gewechselt. Also bei mir war auch so, wenn Leipzig, dann nur Chemie. Eigentlich nicht. Also ich glaube, wenn ihr meine Mitspieler fragen würdet, dann würden die sagen, ich bin der Aufgedrehteste. Also so, eigentlich ist das krass, dass das so rüberkommt, weil eigentlich bin ich nicht ruhig. Ich bin immer ganz hibbelig. Soll eigentlich auch gar nicht so rüberkommen. Ich bin eigentlich ein ganz lockerer Typ, habe immer einen guten Spruch auf den Lippen. Also so kennt man mich eigentlich. Da bin ich schon, sage ich so, da habe ich schon einen übelsten Tunnelblick, so Fokus halt. Ja. Aber sonst bin ich echt nicht still. Ich sag mal so, höher geht immer. Also, aber ich fühle mich pudelwohl hier, also bei Chemie im Verein, in der Mannschaft. Ja, es passt eigentlich alles, nur ja, wenn die Gesundheit noch mitspielen würde, dann wäre natürlich alles perfekt. Ganz früher in der Jugend hatte ich schon einen Syndesmosebandriss gehabt. Der plagt mich bis heute das ein oder andere Mal noch. Also ja, ich habe öfter, sage ich mal, Sprunggelenksprobleme. Liegt aber auch daran, dass ich einen enormen Plattfuß habe, der mir da immer ein bisschen den Strich durch die Rechnung macht. Ja, und dann ist es wahrscheinlich auch einfach nur ein bisschen Pech. Mein Ziel ist es einfach, so viel wie möglich und so oft wie möglich zu spielen. Deswegen kämpfe ich mich immer ran, was anderes bleibt mir auch gar nicht übrig. Also mir bringt es jetzt nicht, wenn ich mich jetzt in eine dunkle Ecke setze und rumheule. Also das bringt mich nicht weiter. Wenn ich ehrlich bin, mein Facebook-Profil, ja, das interessiert mich eigentlich echt nicht. Ich habe Facebook, weil ich mal sehen will, keine Ahnung, wenn ich irgendein Video sehen will von irgendeinem Fußballspiel oder was weiß ich, aber ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf. Jetzt habe ich mal einen anderen Weg eingeschlagen, will raus aus dem Einzelhandel, bin jetzt im Vertrieb, ich bin jetzt Headhunter, Personalberater. Also meine Stärken sind zum einen die körperliche Robustheit und die Schnelligkeit, auch Ausdauer und Willenskraft würde ich dazu zählen. Ja, meinen rechten Fuß könnte ich auch noch ein bisschen schulen. Ja. Und der erste Kontakt, sagt der Trainer immer. Ja, also ich habe schon das ein oder andere Ritual. Will ich jetzt auch nicht so preisgeben, wenn ich ehrlich bin. Also ja, das behalte ich dann eher für mich. Nee, ich bin da echt. Das weiß nur ich. Deswegen, wenn man genau drauf guckt, ja, aber es fängt ja schon zu Hause an. Ich denke, dass Chemnitz eine individuell gute Truppe ist. Aber dass wir jetzt schon in der Saison auf jeden Fall gezeigt haben, dass wir gegen jeden ankommen können. Und da denke ich auch, darunter zählt auch Chemnitz. Also ich sehe da nichts, was im Wege stehen sollte. Ich denke, ja, da kann man schon mit einem Sieg rechnen.